Hi, ich bin Jens von Yonder. Heute geht es um das wichtige Thema Sicherheit. Wir zeigen euch, was Sicherheit ist, wofür man es braucht und wie man es im Cobot umsetzt. Ich freue mich drauf. Man fragt sich vielleicht, warum kann ich neben einem Industrieroboter stehen, ohne dass ein Zaun uns voneinander trennt? Das liegt ganz einfach daran, dass es sich beim You um einen kollaborativen Roboter handelt. Das bedeutet, dass er darauf ausgelegt ist, mit den Menschen zu interagieren, mit ihm zusammenzuarbeiten, und zwar in unmittelbarer Nähe. Ihr fragt euch vielleicht, ist Sicherheit gleich Sicherheit? Sicherheit hat man auch bei klassischen Industrierobotern. Die sind sicher hinter einem Käfig, die haben sicheren Notaus. Das heißt, in allen möglichen Notfallsituationen kann ich diesen Notaus drücken. Was kann man weiterführend bei Cobots differenzieren? Es gibt verschiedene sogenannte Sicherheitsfunktionen. Es gibt beispielsweise die sichere Geschwindigkeitsüberwachung. Es gibt die sichere Positionsüberwachung. Es gibt als, wir nennen es immer Königsdisziplin, die sichere Kraft-Leistungsüberwachung. Das heißt wirklich die Fähigkeit, Kontakte in sicherer Technik zu detektieren. Dann schauen wir uns das mal kurz an. Das heißt, der Roboter einfach in der freien Bewegung, wie gesagt, kein Käfig trennt uns. Er überwacht permanent seine Position, Geschwindigkeit und entsprechend auch sein Drehmoment über Drehmomentsensoren in jeder Achse. Bedeutet ganz konkret, wenn ich ihn anfasse, wenn ich ihn berühre, sei es gewollt oder ungewollt, detektiert er das entsprechend. Ich kriege ein Feedback, hier habe ich eine Kollision oder eine Reaktion oder eine Interaktion detektiert. Ich kann ihn entsprechend anschließend anfassen. Er stoppt also seine Bewegung, geht in einen Freiführmodus und ich kann ihn an eine sichere, gewollte, ungewollte, an eine beliebige Position schieben, bevor ich die Applikation wieder fortführe. Das ermöglicht dann unterm Strich wirklich die enge Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. So kann der Jumia bei jeder Tag- und Nachtzeit, bei jeder Applikation einfach zur Hand gehen, wie ein toller Helfer. So, das war's zum Thema Safety in der heutigen Einheit. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Insgesamt könnt ihr sicher sein, ihr müsst euch um Safety keine Sorgen machen. You kümmert sich um euch. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert unseren Kanal und wir freuen uns auf das nächste Thema mit euch.